Wir passieren nun den Wein auf Münderisch. Mit der Moselfähre gelangen Winzer und Wanderer auf die andere Moselseite, wo auf dem Berg die Marienburg mit dem Prinzenkopf aussichtsvoll als beliebtes Ausflugsziel einen großartigen Blick ins Tal bietet. Die Marienburg wurde im Jahr. Wir passieren nun den Wein auf Münderisch. Mit der Moselfähre gelangen Winzer und Wanderer auf die andere Moselseite, wo auf dem Berg die Marienburg mit dem Prinzenkopf aussichtsvoll als beliebtes Ausflugsziel einen großartigen Blick ins Tal bietet. Die Marienburg wurde im Jahr 1127 als Kloster erbaut und im Jahre 1515 zu einer Festung umgebaut. Heute befindet sich hier eine Jugendschule Stätte des Bistums Trier. Etwas moselaufwärts auf der anderen Moselseite der längste Hangviadukt, eine Eisenbahnstrecke in Deutschland. Mit 786 Meter Länge hat die Gewölbereihenbrücke insgesamt 92 Öffnungen mit 7,2 Meter lichter Weite. Hier berührt die Bundesbahn auf dem Weg nach Trier zum letzten Mal die Mosel, um von hier aus landeinwärts die Eifel zu durchfahren. Fahrgäste, die in Münderisch aussteigen möchten, begeben sich zum Ausgang nächste Station Münderisch.